Bitte entfernen Sie zuerst die Restrolle. Durchtrennen Sie dazu das Trägermaterial im Bereich des Bodens. Betätigen Sie anschließend wiederholt den Griff, um den Reststreifen des Trägermaterials zu entnehmen. Schieben Sie die seitlichen roten Halteknöpfe zurück, um den Boden zu öffnen. Nun kann die Restrolle entnommen werden. Zum Einlegen einer neuen Etikettenrolle müssen Sie den Boden des Handauszeichners öffnen. Hierzu schieben Sie die beiden Halteknöpfe in Richtung des Gerätegriffs. Bitte öffnen Sie die Etikettenrolle und wickeln diese so weit auf, dass alle möglichen Etiketten oder Kleberückstände entfernt werden können. Nun legen Sie die Rolle in das Handauszeichnungsgerät. Das Etikettenmaterial muss dabei ca. 10 cm überstehen. Als nächstes schließen Sie den Boden, sodass dieser mit einem Klacken einrastet. Führen Sie das Etikettenmaterial nun an der Spendekante entlang. Bitte achten Sie vor dem Einführen des Materials darauf, dass dieses hinter den Führungspins eingelegt wird. Bitte entfernen Sie die ersten Etiketten von der Etikettenrolle. Dies wird Ihnen den Umgang mit dem Material etwas erleichtern. Anschließend legen Sie das Material zwischen der weißen Umlenkrolle und dem Transportrad ein. Durch wiederholtes Betätigen des Griffes wird das Etikettenmaterial eingezogen.